passen. Hallo meine lieben Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video, Skat-Video auf meinem Kanal. Erstes Spiel en deux gegen Neuling. Passe. Erstes Spiel werden wir mal einpassen hier. Wir spielen en deux 1 Cent. Und das bedeutet, es gibt hier Contra. Passe. Es gibt hier Passe. Karo und Herz-Oder-Spiele. Oh, ich glaube, mit dem Skat hätte ich wahrscheinlich sogar 0 gehabt. Oh, Granghand. Nee, warte mal, ist der unverlierbar? 25? Passe. Nee, der ist nicht unverlierbar. Aber Granghand zählt doppelt. Ich spiele Granghand, einmal geöffnet. Grand, einmal offen, Hand. So, ich habe schon mal Glück mit Herz. Mit Kreuz habe ich kein Glück, mit Karo habe ich auch Glück. Also ich gebe zwei Stiche ab und damit sind sie aus dem Schneider. Wobei, er muss mir, nee, er kann mich in Karo einspielen, das ist überhaupt kein Problem. So, das ist schon mal ein schöner, super Start. 18. 3,36 Euro ist natürlich mega. Gucken wir mal rein. Karo 10 im Skat. So, das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Ich glaube, Grand ist da das beste Spiel. Geschlossen. Grand. Gucken wir einfach mal. Okay, er schenkte mir gleich. Den könnte man reizen in Vorhand. Passe. Aber ich reize ihn mal nicht. Passe. Oh, zwei Pik lagen drin. Wäre natürlich ein super Spiel geworden. Passe. Ja, beim Ondeus Cent, auch hier hätte ich wieder ein schönes Spiel gehabt. Ja, es ist, man ist halt sehr, 18. Man muss ein bisschen vorsichtiger reizen, weil es halt um Contra geht oder mit Contra. Und bei Herz oder Karo spielen, da ist Contra quasi schon zu erwarten. Karo. Ja, gut, ich sage jetzt hier kein Contra, weil ich genau drei Trümpfe habe. Bei Herz hätte ich Contra gesagt. So, das ist wieder eine interessante Karte. Granghand, drei Stiche abgeben. Den spiele ich geschlossen. 18. Passe. Skat aufnehmen, nein. Aber ich öffne ihn nicht. Hand. Oh, Ass und 10 lag im Skat. Wow. Das sind jetzt 18. Karten. Die halte ja. ich mal. 20. Ja. 22. So, bei 22 passt. Kann er spielen, weil jetzt gibt es kein Oder-Spiel. Ich hatte nämlich hier jetzt Angst vorm Herz oder Karo Oder. Also Angst in der Form, weil ich will das Spiel spielen und will aber kein Kontra sagen. Außer er spielt jetzt Pik oder Kreuz. Herz. Einmal offen. Da kann ich jetzt starten. Normalerweise hätte ich jetzt Kontra sagen müssen oder schenken. So, ich mache zwei Kreuzstiche. Der zweite Kreuz mit Ladung, ein Trumpfstich. Ich verliere Trumpf 10. Ah, ich komme raus. Schenken als einfach gewonnen. Wenn er jetzt ablehnt, dann kann ich das Spiel tatsächlich gewinnen. Passe. 18. Peak. Ja, Peak können wir mal spielen. Vier Trümpfe gegen. Naja, er kriegt die Trumpf 10. Er spielt geschlossen. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Kreuz hat er Ass 8. Herz hat er König Lusche. Karo hat er Ass. Also er hat beide Herz gedrückt, da bin ich mir ziemlich sicher. So, okay. Beide Herz gedrückt. Dann würde ich sagen, spielen wir ihn doch mal. Könnte Herz, Karo. Den wird er rausnehmen. 15. 15.
mal die 7 auch rausnehmen. Was Lusche. Ich biete ihm mal hier und 4 Augen an. Die nimmt er mit. Oh. Erstaunlich. So. Dann bieten wir ihm jetzt mal 7 Augen an. Nimmt er auch mit. So, ich bin mir sicher, dass er 2 Karos hat. Ja, den Null-Augenstich. Oh Mann. Hat er mir das Spiel aber geschenkt. Also, 18. beziehungsweise ich. Er hat selbst verloren, weil er die Dame nicht gestochen hat. Passe. Er hätte normalerweise mit 61 Pik, gewonnen. zweimal offen. So, Pik zweimal offen. Ich komme aus dem Schneider. Warte mal. Was hat denn der? Karo Ass, Kreuz Ass. Vielleicht Kreuz 10. Ich mache 3 Trumpfstiche mit Ladung. Und einen Herzstich. Aber der Herzstich wird schwer. Naja, wir machen mal Spiel starten. Gucken wir mal. Er hat Kreuz aus 10 tatsächlich. So, ich 3 Trumpfstiche mit Ladung sind 32 plus 6 sind 38. Und hier kriegen wir mindestens die Dame 41. Ich glaube, den ersten nehmen wir mal mit. Kreuz Ass rein. So. Müssen wir ihm mal was her. Wir bieten ihm noch mal ein bisschen was an. 4 Augen. Nehmen wir den mit. Nee, den lassen wir mal weg. Könnte jetzt Karo 10 anbieten, aber ich werde das nicht tun. Ich brauche den Kreuz, den Herzkönig. Ach so. Den kriege ich ja sowieso. Achtzehn. Passe. Herz. Einmal offen. Wenn er da Kontra sagt, sage ich auf jeden Fall Re. Kontra. Re. So, er hat einen Trumpf. Er hat 3 Karos. Okay. Spiele ich jetzt erstmal Karo Ass 10? Ja, ich glaube, ich spiele erstmal Karo Ass 10.
Buben, den Herzbuben hat er. Zwanzig, 36, 40 habe ich schon. Ich weiß gar nicht, Kreuz König habe ich gedrückt. Und was war da noch? Ich weiß die zweite Karte nicht mehr, die ich gedrückt habe. Das war ja interessant, dass er auf den Trumpfstich verzichtet hat. Er macht doch einen Trumpfstich mehr, wenn er den mitnimmt. Ach, die Pik 10 hatte ich noch. Ja, da hat er ja gar keine Chance gehabt. 18. Passe. Null. Ja, den könnte ich gleich schenken, aber macht man natürlich nicht, dass man 0 schenkt. Okay, boah, das gibt's ja gar nicht. Herz 9. Tja, wenn, dann geht es nur vielleicht überhaupt. Sieben, acht, neun. Karo hat auf jeden Fall eine Hand. Sechs. Wahrscheinlich hat er die blanke Kreuz acht. Ja, da wird leider gar nichts gehen. Geht nicht. Das Spiel kann nicht gehen. Passe. 18. Herz. Passe. 18. Karo. Einmal offen. Passe. 18. Ja, diese Liste war bisher mega Glück. Muss ich jetzt mal so sagen, Grang mit vielen, zweimal Hand, das ist außergewöhnlich. Normalerweise kriegt man in so einer Liste hier einen Umsatz vielleicht von 2, 3 Euro oder so. Dass das jetzt so in diesen Bereich reingegangen ist, über 7 Euro, ist außergewöhnlich. Das sind nur diese zwei Grangs gewesen, ne? Herz. Einmal offen. Passe. Passe. Ja, das Passe. wird es dann Passe. schon gewesen sein. Ja, 6,80 Euro. Wir können noch mal ganz kurz in die Statistik reingucken. 5:0 Spieler habe ich gespielt. Ja, wir sehen das hier. Also die beiden Spieler alleine haben quasi das ausgemacht, ne? Das sind schon 6 Euro und 12, 24, 6,24 Euro. Dann kam nochmal dieses Contra-Re-Spiel. Das war 1,20.
Und ja, was hatte er denn an teuren Spielen? Er hatte gar keine teuren Spiele. Ja, er hat dann noch ein Spiel verloren. Ich weiß gar nicht genau, welches Spiel er verloren hat. War das der Peak mit 2? Oder den Gang einfach hat er mir geschenkt. Ach so, den können wir uns noch mal kurz angucken, ob ich den überhaupt gewonnen hätte. Spiel Nummer 4. Spiel Nummer 4. Ne? So. Er ist Ausspieler mit Pik Ass 10 und einem Jungen. Okay, Kreuz steht 2-2. Karo steht 2-2. Da hätte ich schon mal 56 gehabt. Und mit Herz Ass, Dame, hätte ich 70 gehabt. Und dann nochmal 6 auf die Jungs, also 76. Ich hätte das Spiel gewonnen, diesen Gang. Oder ich steche, wenn er Pik einen Vollen ausspielt, steche ich natürlich Pik Vollen. Da kriege ich sogar noch mehr. Ja, also insofern war das okay. Ja, dann soll es das von mir gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, wenn euch das gefallen hat, könnt ihr eine Bewertung da lassen. Und ja, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Ich sage Tschüss und bis bald, euer Quantus.